Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit Licht, ich hab mit Licht aufgenommen, jo. Heute werden wir einen vierten Teil bauen, und zwar die Person dafür, die wird da so längs kommen. Eine kleine aber nur, also ich baue immer so eine kleine. Heute glaube ich das da, was wir da vorne haben, so. Sicher nicht ausbrechen. Deswegen werden wir da dann noch, glaube ich, Dings nehmen, aber zuerst, ich weiß nicht, Lego werde ich dann noch auf jeden Fall noch hinstellen, Kameraperspektive erstmal einstellen, dass alles passt. Ach, scheiße. Es dürfte nicht runterrutschen, ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit runterrutscht, Junge. Ja. So. Warte kurz, ich muss euch kurz ein bisschen halten. Der so ist und dann. Ich hoffe, es setzt mich und ich glaube, das passt. Ich will recht kurz noch was sagen, was ich sogar als Video auf dem Dings gemacht habe. Knopf eingepackt, Junge. Ich weiß nicht, wie ich den Knopf mal einpacken kann. Jetzt muss ich mir das wieder richten. Wirklich? Komm schon. Warum lass du das? Bitte lass das zu, Junge. So. Warte mal kurz, ich werde das kurz richten. Ich habe es geschafft, meine Damen und Herren. Ich nehme es bis jetzt. Also mein Handy nehme, aber außer es voll ab und das hoffe ich nicht. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt sagt, ich werde vorne das Teil abladen. Beim Send, weil ich das jetzt sowieso nicht mehr brauche. Ich würde ja, also kann grüßen, aber schreibt mir in die Kommentare, ob es ist. Also mit den Tekunenpaar-Folgen und mit den Oliver-Folgen. Tut mir leid, es wird sich ein bisschen bei den Gedulden irgendwas beides updaten. Und ich habe nicht so viel Speicherplatz, versteht es mir? Also. Wird es verspätet kommen, aber ich hoffe, für euch passt es. Ja, weil erst bekommt mein Speicher geleert, also muss ich heute überhaupt leben. Ich bin einfach mal im Fenster auf der Seite und hole mir schnell ein Dings aus dem Eck. LKW, da wird jemand schon wieder ein Seitenteil, da also so ein Oberteil gerissen ist. Verstehe auch nicht, warum. Was sagt es? Junge, du bist befreit. Ach komm, und dann stehe ich. Ich einfach so her. So. Werde ich noch mal wieder bestellen. Ich verstehe nicht, warum. Sowas immer reißt, wirklich immer. Ich schaue mal kurz wieder nicht vorne, sondern hinten. Weil hinten irgendwie immer ohne den Vorteil da stehen habe. Ich tue nur schnell abladen und dann sind wir. Stört. Ah! Da muss ich. Ich will meine Feuerwaffen loben. Mit seiner GTR. Nix GTI, GTR. Deswegen habe ich ja alles abgeladen habe. Vielleicht, wenn wir im Boden da über den Dings einzogen haben und dann Trampen kommen, kann ich euch, glaube ich, dort drauf schon stehen. Dann machen wir bis dass ich den Öcker wieder abgeladen habe. Ich ist gleich fertig abgeladen. Warte, ich trage euch mal schnell. Ein bisschen Drift. Jawohl. Hier bei mir ist die Verwirrungskette der Velcro-Kämme von Luca. Ich weiß jetzt nicht, wo ich euch herstelle. Uff, das sägt. Ja. Wo sieht man meinen Fuß? Nein. Ich werde da dann. So ein Gerüst daher bauen. Also wenn du die Brücken noch baut, und bei einer Person und der Führungssatz, macht so
und dort das gleiche wie da herüben. Also nicht die zwei Jahre wieder oder so, aber halt einmal das gleiche Gerüst. Nur, ich habe bei dem Gerüst das frisch gemacht, was ich echt nicht gesagt habe. Und zwar da gehören 1, 2, 3, da gehören 5 da einer. So 3 zusätzliche. Ich werde das gleich zeigen. So. Da bauen wir dann wieder was drauf, wieder das gleiche. Und dann nicht umkippen. Dann mache ich es in so einen Abstand. Ich zeige das euch gleich. Ein bisschen Abstand. Und zwar sowas, also so kleine Gitter. Weil nachher können die Kappler so auflegen. Und bei mir war es so, dass immer so wie da so abbrochen sind. Also da. Wie? Haben wir da die Rampe gebaut. Dann machen wir es so. Dort ziehen wir jetzt am Boden rein. So. 5 Herd am Rand. Also da. Da soll ein bisschen was frei bleiben, als das Kabel, was dort ihr da habt. Soll frei bleiben. Down. Nehmt, also dann baut ihr es so. Auf beide Seiten. Ha? So ein T, was von beide Seiten benutzt werden kann, sag ich mal. Weil es wirklich ausschaut wie ein T, von beide Seiten benutzt werden kann. Dann machen wir da erstmal so, nicht umkippen, am Boden drauf. Na. So. Und dann da einfach so als einer. Ja. Kasse als. In ihnen ist immer so als Kultur, Skulptur, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es dient, einfach dafür, keine Ahnung. Aber so muss es dann nachher bei euch ausschauen. Da könnt ihr dann, wenn es jetzt nur Kappeln zwischendurch. Mache ich aber nicht, weil es irgendwie Kapplerverschwendung ist. Ich müsste eigentlich. Ich habe eine Idee. Nein, geht der da drauf? Wir sehen uns gleich wieder. Jawohl, Leute. Das vorne. Genau zwischen Reifen, Junge. Warte, lass mal einfach da versinken ein bisschen. Oder auch nicht. Ich richte es schnell nochmal. Ich hab's geschafft, aber irgendwie nicht geschafft. Aber ja, lass was so öffnen. Jetzt muss ich einfach nicht mit dem McLaren fahren, sondern mit dem Auskommen. Links, also ich sag's es so. Down. Braucht ihr 3 sowas? Mhm. Und statt da her und die oben zwei dazu zuschieben. Dann, das macht es auf der anderen Seite auch. Ich zeig's euch gleich von der anderen Seite. Zack. Zack. Und dann legt ihr das drauf. Und deswegen habe ich euch die Anweisung gegeben, meine Damen und Herren, dass die Dinger da einbauen soll. Wer es nicht einbaut hat, hat genau das Problem gehabt wie ich am Anfang. Und dann direkt das vor. Ich mache die andere Seite noch, da sehen wir uns gleich wieder. So. Diese Personenunterführung, da baue ich immer gerne was drauf. Jetzt machen wir schnell was. Und zwar, nehmt zu 3. Mhm. Das die da zu, es geht schwer mit einer Hand. Aber ja, jetzt macht es auf beide Seiten. Und zwar so. Dann nehmt ihr 2 Kapplers und dazu hier wie eine Rampe. Dann habt ihr schon die Personenunterführung gebaut. So. Das ist jetzt die Personenunterführung. Sie ist fertig. Jetzt nur ein kurzer Cut bei diesen Traubarten. Kommt die Verabschiedung. Das letzte ist abgelandet da, dass ich ihn dann dort wieder einpacken kann. Das letzte Teil ist gebaut, ein bisschen schief, aber das werde ich noch richten. Und das war's auch schon mit dem 4. Teil. Der 5. wird sich nur darum handeln, da, dass ich ein bisschen was da dazu baue. Also so nochmal ein Gerüst und da ein Bodenbelag einziehe.
Und im sechsten Teil, da über, na, ja, fünfter Teil überall ganzer Boden und sechster Teil die Rampen und dann sind wir fertig. Eigentlich würde ich auf 10 Teile kommen, aber ja, dann hätte ich einfach nur gerüst, zweiter Teil gerüst, dritter Teil gerüst, machen sollen. So, das war's jetzt, Stativ Nummer 1, Stativ Nummer 2 oder Stativ Nummer 3, keine Ahnung. Dann bis zum fünften Teil, dann tschüss.